So, wir sind online. Yeah. Vielleicht gleich zum Anfang erstmal hallo. Willkommen hier wieder im schönen Athletikclub. Haben heute wieder was Schönes vorbereitet. Wir sind heute zu zweit, das heißt, ich habe keinen Kameramann, niemand hinter am Laptop. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen stellt, wir müssen dann, wie gesagt, ab und zu mal gucken. Wir können es aber nicht währenddessen machen, nur damit ihr schon mal die Info habt. Ist kein Problem, kriegen wir auch zu zweit so hin. Haben wir letztes Mal auch gemacht bei Mobility. Nur damit ihr schon Bescheid wisst, dass wenn jetzt ihr was reinschreibt, wir sehen das nicht gleich, weil wir sind ja hier vor der Kamera. Ja? Hollywood ist ja immer dabei. So, gut. Ja, wir machen am Anfang ein Fighters-Training. Was Neues. Das heißt, heute, wir brauchen gar nicht an der Tafel erklären, was das Fighters-Training ist. Es sind auch 10 Minuten. Wir machen so ein bisschen ein paar Boxtechniken, ein paar Kniestöße dabei. Das heißt, ihr braucht eigentlich auch nur für die letzte Übung dann oder für die zwei Übungen ein Handtuch, wenn überhaupt. Und was zum Trinken. Geht 10 Minuten. Jede Übung immer eine Minute. Wir fangen auch erstmal ganz locker an mit Jumping Jack und dann geht es über in das Boxen. Ich zeige es aber immer kurz. Und ihr macht dann einfach nach und ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Danach ein Core-Training und zwei Workouts heute, die erklären wir dann nochmal. So ist auf jeden Fall mal das heutige Programm. Gut, ich übergebe mal kurz an André, schau mal kurz, ob noch irgendwelche Kommentare drin stehen. Immer ganz gut, wenn man mal ein bisschen neue Reize setzt und herausgefordert wird. Das heißt, ihr wisst ja jetzt noch nicht so ganz genau, was im Warm-up drankommt. Das ist ja dann fast ein bisschen originaler wie... Wenn ihr dann im Studio seid, dann wisst ihr manchmal auch nicht, was wir da so hinschreiben, was das so genau bedeutet. Und da ist die Spannung verdammt hoch. Kann ich das? Ja! Alles könnt ihr. Einfach mal ein paar neue Reize, ne? Fernbedienung habe ich da. So, dann viel Spaß mit dieser neuen Reizsetzung. Ich mach's mit mir ran, dann hört man es besser. Währenddessen. Okay, DJ, also. DJ ATX ist sozusagen... Vor der Kamera und im Mix. Ich bin überall. Ja, ja. Überall. Wir fangen an mit Jumping Jack. Reizwunde. So. Das ist schon wieder Geschwindigkeitsweltrekord. Ja. Genau. Okay, gut. So, wir machen einen Jab mit der linken Hand. Immer vor, immer so leicht springen. Nur die vordere Hand. Boxen nach vorne. Beine mitbewegen, vor, zurück. Wir wechseln die Seite, rechter Fuß vor und die rechte Hand. Jawohl, okay. Jetzt wieder linke Fuß vor, links, rechts, boxen. Machen wir.
Schön immer einen Schritt nach vorne, wieder zurück. Und schön Power reinbringen. Komm, noch dranbleiben, noch 10. Okay, Kniestöße. Schön ein Knie. Gleich einen Zwischenschritt. Okay, Wechsel, andere Seite. Das muss passen. Tempo, oder wie? Tempo? So, ja. Ohne Bandage? Ohne. Okay, gut. Jetzt kommt links, rechts, Kniestoß. Go, komm. Noch 15. Okay, cool. Okay, vor zurück. Erstmal ohne Arme. Und jetzt noch die Arme mitnehmen. Und auf 15. Okay, wir gehen runter. Sit up mit Boxen. Sit up, Boxen. Okay, gut, jetzt links,
rechts, links, Ellenbogen. Okay? Bam, 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 Ellenbogen. Go! Okay, cool. Squat, Kniebeuge. Schön langsam. Noch 15. Da kommt die letzte Übung. Und einer. Jawohl. Okay. Jetzt 10 Liegestütze. Dann gehen wir in die Plank und bleiben, bis die Zeit um ist. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 und wir geben die Plank. Und bleiben. Arschbacken zusammenkneifen, Bauch entspannen, Oberschenkel entspannen. Hardstyle Plank. 30. Und 20. Noch 10. Und komm, durchhalten. Okay. Sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch. Puls ist da. Bisschen haben wir angeschwitzt. Handtuch sollte auf jeden Fall bereit sein. Trinken auch. Geht auch. Jetzt kommt wie gewohnt der Core-Teil. Ha. Alles bekannt. Alles bekannt. Gönnt euch ein bisschen Pause. Dann erkläre ich euch mal noch kurz das Core-Training. Alles Übungen, die wir schon des Öfteren gemacht haben. Crunches 15 Mal, allerdings langsam. Also wir halten auch immer eine Sekunde oder zwei Sekunden oben, langsam wieder zurück. Der andere zeigt es aber gleich nochmal. Dann den Russian Twist. Allerdings, weil wir hier meistens ohne Gewichte arbeiten, mit ausgestreckten Beinen. Da geht es auch nicht um die Geschwindigkeit, sondern eher ein moderates Tempo. Dann noch den Toe Touch 10 Mal und die Side Plank. Da machen wir 10 pro Seite, links und rechts. Und davon dann 3 Runden. Ja, okay. Gut, für die, wo jetzt
vielleicht neu dazugekommen sind oder die Übung nicht kennen, wir zeigen es nochmal. Den Crunch. Ja. Am besten die Arme verschränken. Wir gehen langsam hoch, halten kurz und wieder runter. Und davon dann 15 Stück. Wie gesagt, da geht es nicht um ein schnelles Tempo. Ja. Okay, der Russian Twist mit den ausgestreckten Beinen. Und dann, genau, das ist das richtige Tempo. Davon 10 pro Seite, 20 Stück. Und dann haben wir den Toe Touch. Die Beine sind gestreckt. Ja, so weit wie möglich. Und ihr versucht mit den Fingern die Zehen zu berühren, so weit wie es eben geht. Und davon dann eben 10 Wiederholungen. Dann noch die Side Plank. Da machen wir also auf und ab sozusagen, die Hüfte auf und ab heben. 10 Mal. Wem das zu schwer ist, der kann die Füße versetzt machen. Ja, ein Bein vorne, ein Bein hinten. Ja, oder so. Das ist dann nochmal die einfachere Variante. Ja? Okay, davon 3 Runden. Macht euch fertig, bereitet euch vor. Wir legen gleich los. Woo!
schon zweimal jetzt. André, sein Lieblingslied. Super. Schade, schon vorbei. Schade, schon vorbei. Und ich wollte ja eigentlich 4 Runden machen. Oh. Na, aber dann habe ich gedacht, nee, ich habe da den schwachen André dabei. Mache ich lieber nur mal 3, sonst kollabiert er mir wieder. Na, seit ihr nicht mehr kommt, ist beim André nichts mehr los. In der Hose. Weil die Videos, die wir hier machen, die sind gar nicht live. Die sind zusammengeschnitten. Ja, eigentlich haben wir das nur einmal gerade gemacht. Ihr denkt nur, wir haben es 3-mal gemacht, oder? Wir müssen halt immer gucken, dass jede Runde, also die sieht wirklich, wenn man es genau hinguckt, sieht jede Runde genau gleich aus. Ja, genau. Weil die einfach kopiert. Genau. Ach ja. Tschüss. So. Sascha, warst du es schon? Ah, der Antonia wollte mal eine Runde machen. Antonia, solange wir das Workout erklären, machst du einfach nochmal eine Runde. Genau. War's das schon? Das war's schon, das war das Core-Training. Aber wir haben ja noch 2 nette Workouts. Die darf jetzt der André erklären und ich gehe mal kurz hinter die Kamera. Okay. Kein Bild, aber vielleicht Ton. Wir sind auf jeden Fall noch da.
Es geht bestimmt gleich weiter. In Kürze geht's weiter. Gebt euch die Möglichkeit, hier ein bisschen zu pausieren oder eben noch eine Runde vom Core-Teil zu machen. Hängt einfach noch eine Runde dran und dann. Jupp, jupp, jupp. Oh yeah, oh yeah. Schreibt mal kurz, ob ihr alle wieder auf den Fang seid oder alle wieder was seht. Also wir haben hier wieder ein Bild, gebt mal ein Feedback. Seid ihr noch da? Wunderbar, okay. Wir haben einfach eine längere Pause gebraucht, deswegen haben wir hier so ein bisschen technische Probleme vorgespielt und uns in der Zwischenzeit 2-3 Eiweißshakes reingeballert. Okay, also wir hoffen, ihr seid noch da, habt entweder nochmal Bauch gemacht oder pausiert. Auf jeden Fall geht es jetzt mit der Erklärung von Workout Nummer 1 weiter. Wir machen... Also wir zeigen natürlich gleich, was das ist, falls ihr damit nichts anfangen könnt. Lateral Jumps und danach Lateral Push-Ups. Da braucht ihr braucht nachher sowieso zwei kleine Gewichte. Könnt ihr euch jetzt schon mal organisieren. Jetzt brauchen wir in der ersten Runde die erstmal nur zum Drüberspringen. Ja, also wenn das so 1, 2, 3 Kilo wiegt, dann ist es gut. Dann machen wir 8 pro Übung. Dann machen wir 16 Renegade Rows. Da brauchen wir kein Hilfsmittel. Dann machen wir Star Lunges. Auch 8 pro Bein brauchen wir auch nichts und 32 mal Fast Feet. Das haben wir gerade eben im Boxing Warm-Up schon gemacht. Das Ganze machen wir 10 Minuten und damit ihr euch jetzt nicht fragt, was will der da von uns, zeigen wir das natürlich. Habt ihr schon gedacht, das war's für heute? Also, Lateral Jumps. Ihr stellt euch rechts oder links von der Scheibe oder was auch immer ihr benutzt auf und springt da 8-mal seitlich drüber. Nee, also ganz normal, gar keine große Hocke, kein großer Squat. Die Beinübung kommt später noch. Euer Tempo. Danach kommen Liegestütz, das gehört immer noch zu dieser ersten Übung. Und dann macht den Push-Up, drüber, Push-Up, drüber, Push-Up, drüber. Genau. Wer das jetzt mit dem Springen nicht hinkriegt, der darf auch natürlich auch einfach rüber wandern. Geht genauso. Geht das für mich auch? Nee, kein Altersbonus. Renegade Rows machen wir auf den Fäusten. Genau, Arme seitlich hochziehen, ein Zell hintereinander, 16 in Summe. Dann kommen die Star Lunges. Ein Lunge in jede Richtung. Wir fangen an nach vorne, also zum Beispiel jetzt rechts vor, rechts zurück, rechts zur Seite. Und rechts hinter das linke Bein Crossover. Dann machen wir nochmal das Ganze rechts und dann wechseln wir das Bein. Ja, haben wir 8 Schritte rechts gemacht und dann 8 Schritte links. Fast Feet kennt ihr von vorhin. Genau. Vor und zurück, die Arme gegengleich. 32 Sprünge. Ja, fühlt sich gut an, oder? Vor allem mit der verlängerten Pause. Jetzt kann man richtig nochmal richtig durchstarten. Weil der Puls hat jetzt nochmal von 40 gestartet unten. Also. Okay, viel Spaß mit den 10 Minuten. Shall I do it?
Six.
Lunges. Okay, Workout 1 geschafft, wieder ein paar Minuten pausieren, klarkommen, wir haben noch 10 Minuten übrig, trinkt was, atmet den Puls runter, checkt euer Level. Dann gehen wir nochmal an die Tafel. So, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir kleine Gewichte brauchen. Für das zweite Workout brauchen wir sie jetzt mehr, als dass wir nur drüber springen. Wir machen 8 Warrior Push-Ups, 8 Schwimmer. Ein Superman-Latzug sozusagen, da brauchen wir die 2 Gewichte in den Händen. 8 Hip-Thrusters, da legen wir die Gewichte auf die Hüfte und dann machen wir 8 Up-Downs. Das ist eine einfachere Version vom Burpee. Oh, auch nochmal für 10 Minuten diese 4 Übungen. Wiederholungszeit bleibt bei 8. Wir gehen gleich nochmal in die Übungen rein. Ich weiß nicht, wo der Sascha ist, aber er wird es wahrscheinlich gleich vorzeigen. Keine Ahnung. Hallo. Ah, bis ich den Sascha finde, nehme ich halt einfach mal den hier. Also Warrior Push-Up ist einfach eine Liegestütz, wo wir dann die Seite öffnen. Das heißt, wir fangen mit dem Push-Up an und dann machen wir hier auf, genau.
Und dann machen wir das in die andere Richtung auch. Ja, die Variante, die der Sascha jetzt mit den Beinen zeigt, ist wahrscheinlich die stabilste Variante. Damit beide Füße am Boden sind und nicht aufeinander. Der Schwimmer. Genau, eure zwei kleinen Gewichte, was auch immer ihr benutzt. Und wir machen einen sogenannten Lattzug. Wir fangen also vorne mit gestreckten Armen an, ziehen die Gewichte ran, heben den Brustkorb ab, schieben die wieder weg. Wie gesagt, die Gewichte sollten nicht allzu schwer sein. 1, 2, 3 Kilo. Dann kommen die Hip Thrusters. Da dürfen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gewicht nehmen, falls ihr was Schweres zu Hause habt. Genau. Gewichte auf die Hüfte und dann hochschieben und gegen die Scheiben den Rumpf nach oben drücken. 8 Mal. Und am Schluss haben wir noch die Up-Downs. Das heißt, wir lassen die Bodenlage weg und machen dann diese Art von Easy Burpee. Ja? Sodass jeder da teilnehmen kann. Okay, wir geben jetzt kein Crazy Tempo vor. So ein eins, das jeder mitmachen kann. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr schneller gehen wollt, immer schneller gehen. Das ist gar kein Thema. Allerdings wollen wir, dass alle mitkommen. Okay, 30 Sekunden ungefähr. Fangen wir an. Viel Spaß damit. I'm a risky girl, and she's a shell. She's a shell. I control this thing, and I'm a shell.
So, herzlichen Glückwunsch. Das war der Montag im Bodycross YouTube Channel. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wieder ein bisschen mit dem Puls runterzukommen, falls er jemals oben war. Wie war deiner so? Bei unten so zwischen 70 und 85 ungefähr. Ja, knapp über dem Ruhepuls. Ja. Also war ausgeglichen auf jeden Fall wieder. Könnt gerne reinschreiben, was euch besonders gut gefallen hat. Wir konzentrieren uns mal heute auf die Sachen, die euch besonders gut gefallen haben, anstatt die anderen Sachen. Weil die wissen wir ja sowieso. Genau. Genau. Am Mittwoch. Mittwoch machen wir wieder Mobility. Yeah. Wir werden es, glaube ich, wieder so aufziehen wie beim letzten Mal. Kurzes Warm-up, Core-Training und dann machen wir wieder ein schönes Mobility-Training. Am Freitag dann auch nochmal wieder Bodycross. Sorry nochmal für die technische Störung, aber... Pause, die Trinkpause. Genau, die Trinkpause, sorry. Die Eiweißcheck-Pause. Ja, haben wir hoffentlich fürs nächste Mal wieder im Griff. Ein kleiner Wackler an der Kamera, kriegen wir aber hin. Yes. Ja, ansonsten... Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein. Habt viel Spaß beim nächsten Mal. Schönen Abend, genießt euer Abendessen. Macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye.